Wie hängen Heilpflanzen mit der Regenatherapie zur Stärkung des Immunsystems zusammen? Das möchte ich wissen, bin hier in der Schweiz und treffe gleich auf Monique Stahlkopf, eine der Geschäftsführerin. Hallo, Frau Stahlkopf. Ja, guten Tag, Frau Renneberg. Ich grüße Sie. Ja, hallo, herzlich willkommen Dankeschön. Bei uns in unserem Kräutergarten. Dankeschön. Ich bin ja gespannt, Sie wollten mir heute ein bisschen was zeigen zum Thema Heilkräuter und deren Wirkung. Ja. Wie viele Heilpflanzen haben Sie denn hier? Wir haben sicherlich um die 150. Vom März bis Ende Oktober blüht immer was. Ja. Schön. Wolfsmilch, Bellis Perennis, Blutweide. Schafsgarbe, oder? Ja. Was haben denn eigentlich die Heilkräuter mit der Regenatherapie zu tun? Ja, also ursprünglich der Gründer, mein verstorbener Mann, war sehr schwer erkrankt und er hat sich eben mit den Kräften der Natur, unter anderem mit Pflanzen, wieder gesund gemacht und hat diese Regena-Firma gegründet. Und ich habe damals gedacht, als wir hierher zogen, als wir mehr Platz brauchten, wir wollen in unserem Garten auch die Heilpflanzen haben, die in unseren Arzneimitteln vorkommen. Also wir haben hier die Engelwurz oder Angelika, eine sehr gute Pflanze für den Magen-Darm-Trakt. Ja. Pflanze, das ist die Königskerze oder Verbascum. Sie enthält Schleimstoffe und Saponine und unterstützt das Atmungszentrum, auch die störenden Schleimstoffe loszuwerden. Ja, also ich denke, gerade in der Zeit, die wir jetzt durchgemacht haben, eine wichtige Pflanze. Ich erfahre, dass der Garten eine weitere symbolische Bedeutung erfüllt. Denn die Natur verbindet die Vermittlung von therapeutischem Wissen der Regena-Akademie mit der Produktion und dem Labor, wo ihm die Arzneimittel hergestellt werden. Dieser Teil des Unternehmens ist bewusst vom und zum Garten einsehbar. Denn letztendlich sind die Regena-Komplexe natürlichen Ursprungs. Im hochmodernen Labor- und Herstellungsbereich treffe ich auf die Geschäftsführerin der Regena-Gruppe Cécile Mandefield. Wie viele Regena-Päckse gibt es? Wir produzieren über 330 Arzneimittel für unser Regena-Therapie-Portfolio. Also unsere homöopathischen Arzneimittel haben einen hohen Qualitätsanspruch und hierfür braucht es auch entsprechende Analysen, um wirklich auch jedes Mal gewährleisten zu können, dass das Arzneimittel auch dem entspricht. Sie sehen hier, wir haben modernste Anlagen und wir müssen sowohl eben beim Ausgangsstoff wie auch dann im Rahmen der ganzen Produktionsprozesse auch immer wieder Prüfungen im Labor durchführen, sogenannte In-Prozess-Kontrollen. Doch trotz Hightech und aller Präzision bleibt ein wesentlicher Teil der Herstellung das manuelle Potenzieren. Ich finde es beeindruckend, wie sich das Unternehmen aus den Ideen und Leitsätzen vom Gründer Günter Karl Stahlkopf entwickelt hat. Und ich durfte ja schon einen wunderbaren Heilkräuterspaziergang mit Ihrer Mutter genießen. Sie hat mir den Garten gezeigt. Ihr Vater hat immer gesagt, Krankheit ist ein Heilbestreben des Körpers. Was meint er damit? Er hat sich nach den Lebensgrundsätzen der Natur gerichtet und hat für sich selbst erfahren, dass die Natur nichts unternimmt, um sich selbst zu schaden. Und das war die Initialzündung, um die Regenatherapie zu entwickeln, die das Bestreben hat, Erkrankungen auf der ursächlichen Ebene zu behandeln, das heißt bis auf der Zellebene. Und dafür hat er ein breites Portfolio entwickelt, das ganz individuell auf die Bedürfnisse, auf die Krankheitsgeschichte letztendlich des Patienten eingehen kann. Also für jedes Krankheitsbild oder Erkrankungsbild ein Komplexmittel, was aber auch ein Zusammenspiel mit den anderen hat, ja? Ganz genau. Also es gibt eine Grundlage. Die Regenatherapie baut auf das Öffnen auf, dann Reinigung und dann die Regeneration. Und die Grundlage ist für alle gleich. Das sind unsere Giftungsorgane. Und darauf aufbauend dann nach der Krankheits- oder der Lebensgeschichte auch des Patienten werden zusätzliche Arzneimittel mit in den Therapieplan aufgenommen. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen kompliziert an.
Ist es wahrscheinlich gar nicht, oder? Nein, gar nicht. Das ist ein, eben ein Fundament, wie beim Haus. Und die Regenatherapie hat dieses Fundament, das jeder für sich nehmen kann. Jährlich auch wie eine kleine regelmäßige Wartung des eigenen Körpers. Und dann im zweiten Schritt, beziehungsweise wenn wirklich chronische Erkrankungen vorliegen, dann ist es wichtig, dass man da auch eine therapeutische, individuelle Behandlung. Und um mein Immunsystem zu stärken, kann ich in der Prävention schon vorbeugend was machen, aber auch im Akutfall, ja, bei der Erkrankung? Ja, also ganz akut, da braucht es auch nicht viel. Da können Sie einzelne Präparate nehmen. Und das ist dann auch gleichzeitig immer, weil immer wenn Sie ein bisschen Entgiftung leisten, sprich den Körper entlasten, haben Sie schon was für die Prävention getan letztendlich. Nochmal zur Erklärung, die Regina Akademie, was steckt dahinter? Es steckt der Gedanke und die Aufgabe dahinter, das Wissen um die Regenatherapie, aber grundsätzlich auch um die gesamte Naturheilkunde oder alles, was es dazu braucht, weiterzutragen an eben Ärzten, Therapeuten und Apotheken. Und das ganze Instrumentarium drumherum der Anamnese, das ist wirklich auch das A und O. Ich kann am Menschen schon sehr viel erkennen, indem ich ihn auch schon anschaue, ihn antaste und so weiter. Und die Regenatherapie bietet dann vieles um diese vielen Erkenntnisse, die man durch das Gespräch, durch die Anamnestik, durch auch Laborbefunde und so weiter ermittelt, dann auch spezifisch anzugehen. Jetzt sind ja zwei wunderbare Bücher entstanden, erstmal von Ihrem Vater ursprünglich, dann von Ihrer Mutter. Um was geht es dann in Büchern? Die Bücher von meinem Vater, das sind Schriften, die er im Laufe seines Lebens, insbesondere bei seinen Kongressen, auch vorgetragen hat. Die haben wir dann nochmal aktualisiert, da in Bücher zusammengepackt, verschiedene. Das sind auch Arztanfragen und so weiter. Bei meiner Mutter, sie hat sich dann jedem Regenaplex angenommen und hat, weil er auch nicht, als Tüftler hat er da auch nichts hinterlassen, sage ich mal, wieso er wie was zusammen kombiniert hat. Dem ist sie nachgegangen und hat entsprechend dafür zwei Bücher herausgegeben zu jedem Regenaplex. Ja. Gibt es so nahe Herzensprojekte, Sachen, Projekte, die Sie gerne umsetzen möchten in naher Zukunft? Also, was im Moment ein Herzensprojekt ist, das ist für die Regena Akademie der Aufbau unserer E-Learning-Plattform, auf welcher als erstes das Basisseminar für medizinische Fachpersonen erstellt wurde. Die Grundlagen der Behandlung mit der Regenatherapie werden modulartig mit Lernfragen und Kursunterlagen schrittweise erklärt, dokumentiert und anschaulich bebildert. Die methodischen Erläuterungen von einzelnen Fallbeispielen vierer Referenten aus Deutschland, der Schweiz und Österreich runden diesen Einstiegskurs mit vielen Praxistipps und wertvollen anamnestischen Beobachtungen ab. Sie befähigen den Kursteilnehmer, gleich mit der Regenatherapiebehandlung zu starten. Wir haben dieses Online-Training erstellt, um die Grundlagen der Regenatherapie als Fundament einheitlich zu vermitteln und jeden zu erreichen, ohne an zeitliche Vorgaben von Vor-Ort-Seminaren gebunden zu sein. Das E-Learning ist in mehrere Videosequenzen von 10 bis 20 Minuten unterteilt. So können auch Kursabsolventen mit einem sehr dicht gedrängten Arbeitsrhythmus sich nach Belieben ein Zeitfenster einbauen, um eine Sequenz zu sichten. Und so kann das Training über einen längeren Zeitraum verteilt werden. Das hat den Vorteil, den Inhalt besser abzuspeichern. Mit einem Test in Form eines Online-Fragebogens zur Validierung des Wissens wird das Basisseminar abgeschlossen. Fragen können jederzeit im Raum gestellt werden. Sie werden von unseren Regena-Dozenten zeitnah detailliert beantwortet. Weitere Kurse zu verschiedenen Praxisthemen werden nach und nach dazukommen. Wir wünschen uns, dass die Regena-Experten und Therapeuten im Rahmen ihrer Mitgliedschaft bei der Regena-Akademie ihr Fachwissen einbringen. Die enthusiastischen Rückmeldungen motivieren uns, dieses Medium weiter auszubauen, den wertvollen Input der Kursabsolventen für die stete Qualitätsverbesserung zu integrieren und somit das naturheilkundliche Wissen im Allgemeinen zu stärken. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg, alles Gute, bleiben Sie gesund, Frau Renneberg. Und danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Ja.